Eine Meldung über neue Radargeräte sorgt für Verunsicherung unter den Autofahrern. Sie würden um einiges genauer messen, mit niedrigen Messtoleranzen, können mehrere Fahrzeuge gleichzeitig erfassen, arbeiten mit Lasertechnologie statt mit Radartechnologie und, das Wichtigste, sie blitzen in beide Fahrtrichtungen gleichzeitig. Wer jetzt nun in Vorarlberg besorgt ist, dass es künftig strenger kontrolliert wird, darf entspannt bleiben. Denn die Geräte sind schon seit einigen Jahren in Vorarlberg in Einsatz. Die Messtoleranzen seien jedoch unverändert, versichert uns die Polizei Vorarlberg auf Rückfrage. Die ganze Aufregung startete damit, dass nun eben auch in Wien die ersten Geräte installiert sind, wo man dies halt noch nicht gewohnt war. Bis 2020 sollen alle Radargeräte in Österreich auf den neuen Standard umgerüstet werden. Die Vorteile seien einige. Nicht nur, dass eben in beide Richtungen kontrolliert werden könne. Die laserbasierten Geräte sind billig in der Anschaffung. Und vor allem, man bekommt für sie auch noch Ersatzteile. Die in die Jahre gekommenen Radargeräte sind nicht mehr ganz so einfach instand zu halten.